Herzlich willkommen. Mein Name ist Angelika Domenik und ich begrüße euch in meinem Studio. Ich habe vor 20 Jahren begonnen, mich mit der Malerei und der Kunst zu beschäftigen. Da ich mit keiner Acrylfarbe zufrieden war, habe ich diese höchst pigmentierte und besondere Acrylfarbe für euch entwickelt. Ich stelle euch unsere Acrylfarbe vor und zeige euch, wie sie anzuwenden ist und was das Besondere daran ist. Ich habe mich für die Farbe Magmarot entschieden, da das eine meiner Lieblingsfarben ist. Die Konsistenz der Farbe ist cremig, geschmeidig. Man kann die Farbe trocken pinseln. Man kann sie auch verwässern. Und trotzdem bleibt die Farbkraft erhalten. Dadurch sind die Farben auch sehr, sehr ergiebig. Es lassen sich ganz zarte, schöne Farbübergänge herstellen. Die Farbe ist perfekt geeignet zum Kolorieren und Lasieren. Gespachtelt für Strukturarbeiten, für abstrakte Arbeiten. Ist sie perfekt geeignet. Ich habe jetzt gepinselt, gespachtelt und auch Wasser verwendet. Jetzt warte ich, bis das Bild trocken ist und zeige euch nachher, wie man mit dem Pinsel schöne Farbübergänge macht. Das macht die Konsistenz der Farbe. Gerne zeige ich euch noch, wie ich mit dieser Farbe schütte und dazu nehme ich jetzt eine neue Leinwand. Ich nehme jetzt einen Becher mit ein wenig Wasser und mische die Acrylfarbe dazu. Mit einem Pinsel verrühren. Je mehr Wasser, desto lasierender ist die Farbe, die Schüttung. Je weniger Wasser, desto deckender. Und jetzt schütten wir die Farbe auf die Leinwand. Man kann es mit Wasser verdrängen oder mit der Spachtel das Ganze verziehen. Und trotz des vielen Wassers ist die Farbe immer noch sehr kräftig. Und diesen Farbauftrag könnt ihr so oft machen, wie ihr möchtet. In der Zwischenzeit habe ich für euch einen Untergrund mit unserer Spachtelmasse vorbereitet. Und zeige euch, wie die Farbe auf diesem Untergrund funktioniert. Hier wieder dasselbe. Ihr könnt die Farbe pur anwenden. Wir verpinseln die Farbe oder wieder mit Wasser als Lasur. Zum Teil vielleicht auch deckend. Oder geschüttet. Und dieses Bild schauen wir uns dann auch wieder im getrockneten Zustand an. Und in der Zwischenzeit ist unser erstes Bild schon angetrocknet und ich zeige euch jetzt, wie wir die Farbübergänge machen.
dazu wasche ich den Pinsel aus und arbeite mit einem nassen Pinsel. Und wir versuchen, eine ganz ruhige Fläche zu pinseln. Mit unserem guten Kurzhaarpinsel sind auch kaum Pinselstriche zu sehen und wir bekommen eine harmonische und schöne Farbfläche. Viel Freude beim Experimentieren. Das ist für uns Aquarellic Pure Color, Pure Joy, die reinste Farbenfreude.